Und Erkners Bürgermeister Jochen Kirsch brachte es auf den Punkt. Wir sind stolz auf euch. Als vor fast genau 5 Jahren, im Mai 2014, das Wasserwerk Spitzmühle feierlich in Betrieb genommen wurde, platzten die involvierten Entscheidungsträger förmlich vor Stolz. Und der Vorsteher des Wasserverbandes Strausberg-Erkner verwies nicht ohne Grund auf das enorme Leistungsvermögen der errichteten Grundwasserpumpen. Wenn halt der Bedarf noch größer werden würde, dann ist das Werk so projektiert, dass wir nach 3-4 Jahrzehnten also auch noch eine Brunnengalerie mehr anschließen können und immer noch mehr Wasser abgeben können. Und demzufolge ist es ein Werk für Generationen, weil es auf viele Jahrzehnte voraus geplant und gebaut ist. Der Umstand, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner sein rechtsgültiges Nutzungsrecht zur Förderung von täglich 9000 Kubikmetern Grundwasser seit 2 Jahren am besagten Wasserwerk überschreitet, belegt das enorme Leistungsvermögen. Auf Drängen der Bürgerinitiative Rettet den Strauße e.V. hatte das Brandenburgische Landesamt für Umwelt schriftlich erklärt, dass in den Jahren 2017 mindestens 130.000 Kubikmeter und im darauffolgenden Jahr sogar 324.000 Kubikmeter zu viel Grundwasser aus der Wasserfassung Bötzi gefördert wurden. Weiterhin erklärte das Brandenburgische Landesamt für Umwelt, dass die Überschreitungen der genehmigten Grundwasserentnahmemengen verfolgt und zukünftig unterbunden werden. Soweit die Behörden, aber alles nur Theorie, denn die Antworten, die Strausbergs Bürgermeisterin auf ihre Anfrage an die Geschäftsführung des WSE dieser Tage erhielt, geben andere Aufschlüsse. Ich hatte gefragt, wie soll die Trinkwasserversorgung neu zu erschließender Wohngebiete gerade im Berlin-nahen Raum gesichert werden? Und können wir da auch sicherstellen, dass wir den Bedarf jetzt und natürlich auch der Zukunft befriedigen können? Und die Antwort war, die Betrachtung des WSE beziehen sich grundsätzlich auf das gesamte Verbandsgebiet. Das ist der Auftrag. Unter Ausnutzung der derzeitigen Entnahmerechte ist die Versorgung für die perspektivische Entwicklung im Verbandsgebiet gesichert. Offensichtlich wird auch die von der Bürgerinitiative beim Landrat persönlich eingereichte Rechtsaufsichtsbeschwerde seitens der handelnden Personen im Wasserverband genauso negiert wie die ordnungsrechtliche Verfolgung durch die obere Wasserbehörde des Landes Brandenburg bezüglich der Genehmigungsverstöße durch den WSE. Wenn es eine Vorgabe gibt, dann muss sie eingehalten werden. Das ist ja wie ein geschriebenes Gesetz. Man sagt, man hat hier eine Förderhöchstleistung und die sollte nicht überschritten werden. Weil es hängt ja damit zusammen, wie viel Grundwasser nachgebildet werden kann. Es geht ja nicht um Auslutschen. Und dann gab es die Antwort, die hat mich ein bisschen verstimmt, nach dem Motto, wir haben einen Bedarf und wenn der Bedarf da ist, wird gefördert. Also es sind jetzt keine Maßnahmen vorgeschlagen worden, wo man gesagt hätte, ja, wir achten darauf, wir fordern die Leute auf, zum Beispiel nicht zu sprengen. Wir wollen, dass das so ein bisschen gesteuert, koordiniert wird. Hier wird nach dem Motto, wenn ihr verbrauchen wollt, selbstverständlich, wir sind da. Und ich glaube, der Versorgungsauftrag ist schon zu verstehen, aber auch ein ökologischer Auftrag, den hat auch der Wasserverband Strausberg-Erkner. Anscheinend nicht, denn laut Anschreiben des WSE wird die Entnahmemenge am Wasserwerk Spitzmühle auch zukünftig nicht reduziert werden. Im Gegenteil. Der WSE entnimmt Grundwasser in dem Maße, wie Trinkwasser von den Kunden gefordert wird. Die bereitzustellende Menge ist vom individuellen Verbrauchsverhalten der Kunden, der Einwohneranzahl und der Witterung abhängig. Eine seriöse Prognose der exakten Entnahmemengen ist daher nicht möglich. Mit dem geförderten, weit mehr als die erlaubten 3.285.000 Kubikmeter Grundwasser pro Jahr aus dem Wasserwerk Spitzmühle wird gegenwärtig ein Teil des Verbandsgebietes versorgt. Und aufgrund des Bevölkerungswachstums, vor allem in den Randgemeinden Berlins, stieg auch der Bedarf an Trinkwasser. Das Wasserwerk ist hier ein ganz wichtiges Element der Daseinsvorsorge, denn Trinkwasser, das wissen wir, ist unser wichtigstes Lebensmittel. Und alle, die hier über das neue Wasserwerk jetzt auch Trinkwasser beziehen, können ganz froh und stolz sein, immer sicher. Da die Entscheidungsträger offensichtlich unter dem Vorwand agieren, dass kein verbindliches Gutachten vorliegt, das einen kausalen Zusammenhang zwischen der Grundwasserentnahme am Wasserwerk Spitzmühle und dem Wasserverlust des Straußsees belegt, ist der Endverbraucher gefordert, seinen Trinkwasserverbrauch zugunsten des Straußsees zu überdenken. Ein Strausberger, der in einem Mehrgeschosser wohnt, der sprengt nicht seinen Rasen.
der verbraucht das Wasser für Duschen, für Wäsche waschen, für Mittag kochen. Also da ist das Verbrauchsverhalten dann ganz, ganz anders, als wenn ich in einem Einfamilienhaus lebe. Das, denke ich mal, ist allen klar. Und je mehr natürlich dazukommt, umso höher wird der Bedarf steigen. Und deshalb hatte ich schon vor Jahren mal nachgefragt, ob es Ideen gibt, noch andere Ressourcen zu erschließen und sich nicht nur zu konzentrieren auf die bereits vorhandenen Entnahmestellen. Und es gibt ja Bauarbeiten im Bereich Stienitzsee. Dort ist die an der Gemarkungsgrenze Petersang-Eggersdorf zu Strausberg, da ist ja auch ein Wasserwerk. Aber darüber hinaus, im Berlin-nahen Raum, gibt es keine Intention. Und da werde ich nachhaken, auch bei der Verbandsversammlung, weil ich diese Antwort, die befriedigt nicht. Weil man muss doch da auch tätig werden, wo die Menschen leben. Gerade Hoppegarten, Neuenhagen, Hönow, die machen immer darauf aufmerksam, hey, wir werden mehr, wir brauchen mehr. Vielleicht sollte man noch darüber nachdenken, Wasser aus Berlin zu kaufen. Weil Wasser ist in Berlin ausreichend vorhanden und das ist vielleicht auch mal eine Idee, über die muss man sprechen. Wir nehmen hier das Grundwasser weg und was einmal weg ist, ja, das kommt nicht mehr wieder. So einfach. Die Ausweisung neuer Trinkwasserzonen direkt in anderen Verbandsgemeinden des WSE ist ein notwendiger Schritt, der zum Entsetzen der Strausberger Verwaltungschefin offensichtlich nicht vollzogen wird. Also wenn man hier schon am Limit ist, dann müssen wir ja woanders Reserven haben. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Baumaßnahmen Wasserwerk Petershagen-Eggersdorf und Zielnetzausbau 2045 die Wasserversorgung für die bestehenden und neu zu erschließenden Versorgungsgebiete absichern. Und da sehe ich unsere Aufgabe, auch als Verbandsversammlung für die Zukunft, zu fordern, dass es nicht nur um die Versorgung jetzt geht, nach dem Motto, dreht den Wasserhahn auf, ist das alles gut, sondern dass man sich Gedanken macht, wie wir das in Zukunft auch absichern. Die Entwicklung hat in anderen Gebieten schon stattgefunden und auch da muss man schauen, dass wir die Leitungen kürzer halten, dass es nicht nach dem Motto, hier passiert was und dann ist im Endeffekt ein Riesengebiet nicht versorgt. Darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Doch nichts ist bisher in diese Richtung passiert. Neue Trinkwasserzonen wurden bisher nicht ausgewiesen. Dafür bleibt aber 2019 erstmal unter anderem wegen des sinkenden Wasserpegels des Straußsees das Freibad geschlossen. Es existiert de facto kein Nichtschwimmerbereich mehr. Die beliebten Rutschelemente sind abgebaut. Da der See bei der Hitze jedoch Abkühlung und Badespaß garantiert, wird nun wild gebadet, was wiederum das Ökosystem des Uferbereiches in Mitleidenschaft ziehen könnte.